Herzlich willkommen zum Podcast mit Zelt 6. Wir sitzen der Lalei und erzählen uns von unserem Tag. Ja, es ist ja einiges passiert heute. Habt ihr so besondere Highlights, was heute passiert sind? Wollt ihr mal ein bisschen berichten? Wir waren heute beim Frühstück, wurden wir von den Mitarbeitern bedient. Mitarbeitern? Ja, Simon. Ja, ist klar. Ja, okay. Ja, und haben alles. Und warum haben sie uns bedient? Erzähl mal, wie das... Weil die gestern einen Wettkampf gegen uns verloren haben, gegen die Halbgötter. So punktestandmäßig. Ja. Also, ja, war ja auch. Die Liegestütze haben uns gecarries. Jo, was war dann so der erste Programmpunkt? Was haben wir nach dem Frühstück gemacht? Ja, dann hatten wir erstmal so Freizeit und danach gab es so... Scheiße. Stationen. Ja, Stationen. Es gab so was mit Stationen, dann mussten wir so Aufgaben erledigen bei den Göttern und ja. Es gab danach Mittagessen und dann hatten wir bis 15 Uhr Freizeit und danach ging es weiter mit dem Spiel. Wie hieß das? Schatulle des Zeus, keine Ahnung. Heißen die Götter? Ja, das war ziemlich cool. Es war sehr heiß, aber. Was war so eure Lieblingsstation? Gar keine. Bei dem ersten. Und was hat euch besonders Spaß gemacht? Was war das erste? Ich fand diese Schwamm ausdrückt. Oh nein, das war scheiße. Ja. Nee, ich fand dieses ABC rückwärts. Ja, das ABC war geil. Ja, das war geil. Nee, das mit Kleidung anziehen. Das mit Kleidung anziehen. Was musste man machen? Das war so scheiße. Ja, eine Person musste so viele Kleidungsstücke wie möglich anziehen. Da hatten wir insgesamt 39. Was jetzt viel klingt, aber irgendwie hatten alle anderen trotzdem. Die hatten 70 oder so. Wir haben Unterhosen vergessen, deswegen. Sind wir nur auf 39 gekommen. Okay, und dann, was war danach in den Stationsspielen? Da war so eine Schnitzeljagd mit so, da mussten wir Zahlen, also wir mussten auf dem ganzen Zeltlager verteilt, waren so griechische Zahlen zusammen mit einer anderen, also zusammen mit einer normalen Zahl und die mussten wir dann in so einen Laufzettel eintragen und wer als erstes alle gehabt hat, der hat irgendwie gewonnen oder so. Und das hat Punkte gegeben, neben diesem anderen Spiel von heute Morgen, das hat auch Punkte gegeben und die ganzen Punkte werden zusammengezählt und welches Zelt gewonnen hat, wird dann morgen früh beim Frühstück bekannt gegeben. Und dann kann man sich so Preise aussuchen, also man kriegt Punkte bei dem ersten, wenn man zum Beispiel erster ist 10 Punkte, wenn man letzter ist nur 4 Punkte. Es gibt 7 Zelte, deswegen geht es nicht so ganz auf. Bei dem zweiten war es dann so, wenn man halt irgendwas nicht gefunden hat, irgendein Schild, kriegt man gar keine Punkte. Wenn man eins gefunden hat, als erstes 5. Und wenn man davor schon anderes gefunden hat, dann 2,5. Und was hat euch heute am besten von den ganzen aufgezählten Sachen gefallen? Also was war euer Highlight? Fußball. Okay. Ich glaube, das war ziemlich lustig. Vor allem, wenn man nicht gefunden wird. Was fandst du gut? Das Versteckenspiel. Ah, jetzt im Spiel. Das fand ich auch gut. Was hat den anderen so am meisten gefallen? Fußball. Also, Fußball. Ja, also wir haben Fußball gespielt. Wir waren kaum viele Leute. 10. Wir waren schon viel auf jeden Fall. Was war denn zwischen einem Programm? Also Fußball spielen, Versteckenspiel und Essen. Was haben wir da noch gemacht? Viel Klos geputzt. Jawohl. Ja, Klos geputzt. Oh. Matthias, was war da dein Highlight? Lieben wir. Ja, die Waschbecken. Ja, genau. Die Spiegel. Das verstopfte Pissoir. Hey, Fabi. Hast du gemeint? Das ist erst mal schön reingepasst. Ja. Richtig tief rein so. Es war gefingert. Gab es auch irgendwas, was euch heute jetzt nicht so gefallen hat oder irgendwas? Klobotin. Klobotin hat nicht so gefallen. Ja, aber. Ihr habt einen Rekord aufgestellt, oder? Ja, ja. Wie viel? War bis jetzt die schnellsten mit 16 Minuten, glaube ich. Und die saubersten sogar. Doch. Na, das war ich mal. Doch. Perfekt. Was würdet ihr euch für die nächsten Tage oder für die nächsten Wochen wünschen, was ihr so am Programm machen würdet? Auf jeden Fall ein Capture the Flag. Capture the Flag. Ganz klar Capture the Flag. Und auf jeden Fall ein Fußballturnier. Also Zelt gegen Zelt. Und ins Badkampf auf jeden Fall. Also vorletzten Tag, letzter Tag. Was richtig geil wäre so ein Casino abends. Wo man so. Ja, wie letztes Jahr. Wo am Anfang so jeder irgendwie 10 von irgendeiner Währung bekommt und wer am Anfang halt am meisten hat, am Ende halt am meisten hat, der hat so, der gewinnt irgendwas. So welches Zelt am ehesten. Ja, oder auch so ein Spiel von allen Zelten gegeneinander. Irgend so ein. Fußballspiel. Ja, so Fußball. Zum Beispiel Fußball oder halt Capture the Flag, jedes Zelt hat eine Flagge.
oder einfach das ganze Zelt lang in vier Teams einteilen. Behalten wir uns mal im Hinterkopf. Nicht im Sitz. Aber nicht vergessen. Niemals. Gut, wollt ihr sonst schon was erzählen? Unser Tag war gut. War gut? Ja. Erzähl mal den Beef zwischen Zelt 7 und Zelt 6 wegen der Flagge. Also Captain. Ah ja, Zelt 6 und Zelt 7 hatten das gegenseitig die Flagge geklaut. Ja, Flaggen geklaut. Dann gab es irgendwann Beef, obwohl wir nichts damit zu tun hatten. Zelt 4 war schuld. Zelt 4 war schuld. Zelt 4 hat den Beef angestiftet. Und ja. Der Wind hat eigentlich den Beef. Wollt ihr nach Hause noch irgendwas sagen? Vielleicht hört uns nach Hause. Ja. Hallo Mama. Hallo Mama. Hallo Mama. Mama, ich vermiss dich nicht. Hallo Mama. Erik. Bombe. Grüße an eure Geschwister, eure Eltern. Ah, ja. Boah, hallo nee, Papa, hallo. Du nervst. Wer auch immer hört, wer auch immer das hört, wer mich kennt, Bro, please. Ja, Bro. Kein Scheiß, Bro. Bro. Ich hasse euch alle. Bro, please. Ja, Bro, please. Also gut, bisschen rot. Dann sagen wir tschüss. Bisschen rot. Tschüss. Schewas. Schewas. Und bis zum nächsten Hören. Tschüss. Tschüss. Hallo.